In diesem kleinen Tutorial beschäftigen wir uns mit dem Kundendisplay, dessen Ansteuerung und vielleicht den ein oder anderen Trick. Zuallererst sollten Sie natürlich Ihr Kundendisplay angeschlossen haben. Wenn Sie Ihr Kundendisplay angeschlossen haben, machen Sie den Arbeitsplatz vom Windows auf, klicken auf Mein Computer oder Windows 8 dieser PC und sagen Rechtsklick Eigenschaften. Es geht auch anderes, aber ich mache es halt gern so. Okay, nun haben wir hier Gerätemanager. Im Gerätemanager sollte nun bei USB-Anschlüsse hier unten irgendwo dementsprechend ein neuer USB-Anschluss hinzugekommen sein, wenn Sie Ihr Kundendisplay angeschlossen haben. Auch emuliert ein USB-angeschlossenes Kundendisplay in aller Regel einen seriellen, also sprich einen COM-Anschluss, den Sie wiederum hier oben bei Anschlüsse und COM wiederfinden. So viel mal dazu. Das heißt, hier arbeitet das Kundendisplay tatsächlich auf der Hardware-Basis. Das heißt, er kommuniziert direkt mit Ihrem Mainboard. Okay, so nur mal dazu, dass Sie wissen, okay, wie komme ich dahin? Wenn Sie Ihr Kundendisplay angeschlossen haben, öffnen Sie Wavi, gehen auf Systemeinstellungen und klicken nun auf Hardware. Hier klicken Sie auf die Karteikarte Kundendisplay und wählen nun Ihr Kundendisplay aus, welches das Sie haben. Hier wählen Sie den dementsprechenden COM-Port aus, den Ihnen oder der Ihnen dann angezeigt wird. Nochmal, Arbeitsplatz öffnen, Rechtsklick auf Computer oder dieser PC, Eigenschaften, Gerätemanager. Dort finden Sie den neuen Anschluss, den Ihr Kundendisplay unter Umständen emuliert und den brauchen wir. Das heißt, wenn da steht COM5 oder COM3 oder was weiß ich, dann nehmen Sie halt das, was halt da gerade durch das Einstecken hinzugekommen ist. An dieser Stelle sei vielleicht noch bemerkt, wenn Sie ein gelbes Ausrufezeichen vor einer Hardware-Komponente haben, bedeutet es, dass Sie nur eingeschränkte Funktionalität haben. Dann sollten Sie unter Umständen den Treiber für das dementsprechende Gerät aus dem Internet oder auf der Herstellerseite aktualisieren. Okay, so, jetzt kommen wir wieder zurück zum Wavi. Wenn Sie nun Ihr Display ausgewählt haben, Ihren COM-Anschluss ausgewählt haben, können Sie einfach mal auf Test klicken, um zu sehen, ob am Display irgendwas ankommt. Wenn was ankommt, dann ist es okay. Wenn nichts ankommt, haben Sie vielleicht Ihr falsches Display ausgewählt oder einen Port ausgewählt, der an dieser Stelle nicht existent oder einfach der falsche Port ist. Kommen wir hier zu den zwei Optionen Anzeige oder Artikelanzeige im Verkauf. Was bedeutet das? Und darunter auch Art der Portöffnung. Ich persönlich empfehle Ihnen die Option. Ja. Ich persönlich empfehle Ihnen die Option, dass der Port beim Programmstart geöffnet wird, beim Programmende geschlossen wird. Das bedeutet, wenn Sie Wavi starten, öffnet Wavi oder sagt Wavi zu dem Mainboard, hey, öffne mal den COM-Port 3 am Mainboard. Der macht es auf und sagt, okay, ich bin jetzt offen. Wenn Sie sagen, nee, immer nur bevor ich was rausschicke, öffnen und schließen, kann natürlich zu Lasten der Hardware gehen. Und wenn das Mainboard bzw. die COM-Komponenten nicht ganz so schnell sind, tja, dann kann es unter Umständen zu Verzögerungen kommen. Ich persönlich empfehle Ihnen hier öffnen bei Programm Start und bei Programm Ende. Nun sagt Wavi natürlich, Benutzer, wenn du das willst, musst du das Programm beenden. Ist ja klar. Dann sagen wir, okay, wir beenden das Programm dann nachher und starten es dann schon neu. Die Artikelanzeige im Verkauf ist wie folgt. Ich gehe jetzt mal bloß hier raus, weil das sehen Sie ja nicht. So. Wenn ich jetzt in die Kasse hineingehe und würde jetzt einen Artikel verkaufen, würde nun im Display stehen, heutiger Artikel für 12 Euro. Wenn ich jetzt hier meine Damenhose verkaufe, würde hier stehen, Damenhose Eleganz, 2 Stück, A89,95 ist gleich 179,90. Wenn ich jetzt hin und her switche in der Liste, würde nun der heutige Artikel wieder im Display erscheinen. Das heißt, wenn Sie schnell hin und her switchen und sagen, ich will immer kurz vor den Informationssenden den Port auf- und zumachen, kann es durchaus langsam sein. Deswegen empfehle ich persönlich Ihnen die andere Option, dass der Port beim Starten des Programms geöffnet wird und beim Schließen des Programms natürlich auch geschlossen wird. Wenn Sie jetzt hergehen und machen einen Kaltstart, also das heißt, Sie machen Steuerung Alt entfernen oder Sie killen das Programm über den Task Manager, ist folgende Situation, und das sollten Sie vielleicht wissen, dass der COM-Port dann immer noch geöffnet ist, weil Sie haben, das Programm hat keine Möglichkeit, also Wavi,
Wavi Profi hat keine Möglichkeit, den Port wieder sauber zu schließen, wenn Sie das Programm killen, über einen Task Manager, wie auch immer. Wenn Sie hingegen das Programm sauber beenden, dass Sie sagen Ausgang, Ausgang, hier Programm beenden, ja, dann wird auch über das Wavi Profi der COM-Port sauber geschlossen. Nur so viel dazu. Des Weiteren, als weitere Hintergrundinformation ist folgende. Ich persönlich, das ist wieder nur meine persönliche Meinung. Es ist so, wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, das wiederum etwas simuliert, also das heißt, wenn Sie sagen, ich habe einen USB-Port, der USB-Port simuliert mir jetzt einen COM-Anschluss. Das heißt, er tut so, als ob er jemand anders wäre. Der nimmt eine andere Identität an mit seinen Funktionen. So, dieses Annehmen einer Identität, ja, der muss natürlich alles routen, der muss alles switchen, kann ja etwas unperformanter sein. Ich persönlich, ich mag gern noch die seriellen Anschlüsse, die man in der heutigen Zeit, man kann serielle Karten, also PCI serielle Karten jederzeit für 7 bis 10 oder 12 Euro in jeden Elektronikmarkt kaufen. Einbauen, angesteckt, seriell, fertig. Das heißt, die direkte, nicht emulierte Kommunikation ist immer schneller als wie eine emulierte Kommunikation, ist auch klar. Das heißt, wenn ich spreche und jemand anders würde das in Chinesisch übersetzen, würde derjenige, der das Chinesisch hört, alles zeitversetzt erhalten. Und genauso ist es auch mit einer Hardware, die emuliert ist. So, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Wenn Sie jetzt sagen, Texte im Ruhezustand, das ist eigentlich selbsterklärend, hier schreiben Sie den Text ein, herzlich willkommen bei uns zum Beispiel. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie natürlich nur 20 Zeichen pro Zeile haben, weil mehr kann ein Display nicht. Wenn Sie Yaltech Modell 8034, 8035 haben, das Lauftext unterstützt, können Sie auch hier Lauftext hinterlegen. Dass Sie sagen, wenn kein Vorgang, Kassiervorgang, Bezahlenvorgang stattfindet, dann steht halt dort, was weiß ich, herzlich willkommen bei uns, heute ist ein so schöner Tag und so weiter und so fort. Und hierzu haben Sie zwei Möglichkeiten, Zeile 1 und Zeile 2 Lauftexte einzugeben. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir im dritten bzw. vierten Quartal als Planungsvorgabe eine weitere Option eines Displays haben werden, und zwar das TVS UM80. Das ist ein kleiner Monitor, der eine Auflösung von 800x600 hat, der einen Standfuß hat mit Befestigungslöchern, den Sie ganz, ganz toll auf Ihrer Theke befestigen können. Und da kommen die Dinger auf einen Monitor. Das heißt, hier können Sie Bilderchen übertragen. Wenn Sie einen Artikel verkaufen, Bilderchen hinterlegt haben, würde das ans Display, also an den kleinen Monitor mit übergeben. Und der Kunde erhält immer das ein Bildchen von dem, was er gerade kauft, zusätzlich noch. Außerdem könnten Sie ganz, ganz tolle Werbetexte mit einfügen. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Und das ist eine richtig tolle Geschichte. Und ich denke mal, sehr, sehr zukunftsorientiert und auch eine tolle Anbindung oder eine tolle Animation für den Kunden, eventuell das ein oder andere Produkt, das Sie auf dem kleinen Display dann anzeigen, noch bei Ihnen zusätzlich zu erwerben. So, jetzt habe ich Sie genug voll gelabert. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.